Frisch. Herzlich willkommen. Ja, jetzt steht's fest, das 49-Euro-Ticket kommt. Es soll Deutschland-Ticket heißen und bundesweit für Busse und Bahnen im Nahverkehr gelten. Auf den Nachfolger des 9-Euro-Tickets haben sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz gestern geeinigt. Im nächsten Jahr soll's losgehen. Wir haben heute mal nachgefragt, wie das hier im Ruhrgebiet ankommt. Investitionen und Ideen. Herr Beck, vielen Dank. Entschuldigung, gerne, fürs Gespräch. Gerne. Dankeschön. Ja, und jetzt gehen wir auf den Balkon von Ulrike Hiltawski in Bochum-Langendreher. Der ist nämlich was ganz Besonderes und hat deshalb heute einen Preis bekommen als Bochums insektenfreundlichster Balkon. Die Stadt hatte dafür im Frühjahr einen Wettbewerb ausgeschrieben und so sieht er aus, der Gewinnerbalkon. Aber mal ehrlich, sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Geht so, oder? Wir haben den 3. November, 15 Grad. Bleibe ich doch hier? Da denken doch die wenigsten an Weihnachtsbäume, Glühwein und Geschenke. Das wird sich aber in den nächsten Minuten ändern. Wetten, wir gehen jetzt nämlich live nach Essen-Steele, denn da beginnt heute der erste Weihnachtsmarkt weit und breit. Nicole Nürzel live in Steele. Wie klappt das da mit der Stimmung? Erstaunlich. Vielen Dank, Nicole Nützel, live aus Essen-Steele vom ersten Weihnachtsmarkt weit und breit. Wie funktioniert eigentlich richtig guter Unterricht? Unterricht, der die Kids mitnimmt und nicht langweilt, der cool ist. Matthias Flüß, Lehrer an der Gesamtschule in Recklinghausen-Suderwich, macht's vor. Nix mit Frontalunterricht, da wird nicht einfach theoretisch über Dinge geredet, sondern richtig was gemacht. Der Deutsch- und Politiklehrer bezieht seine Schülerinnen und Schüler gezielt ein und sie dürfen mitgestalten. Für seine Art des Unterrichtens bekommt er daher den Talent Award Ruhr. Und wir haben Herrn Flüß an der Schule besucht. Ja, Glückwunsch. Und jetzt kommen zwei Opas, Lothar und Paul. Ein tolles Gespann. Lothar Hüschen aus Witten hat sich vor 14 Jahren, als er in Rente ging, einen Hund angeschafft. Paul. Der sollte ihn vor allem fit halten. Hat er auch. Sie sind viel gemeinsam gelaufen, gereist, haben jede Menge zusammen erlebt. Tja, jetzt ist Paul im Hunderentenalter und nicht mehr ganz so fit. Doch Lothar hält ihn in Bewegung. Ja, wir wünschen den beiden noch richtig gute und fitte Jahre gemeinsam. So, jetzt gucken wir aufs Wetter. Das schöne Spätsommerwetter ist erstmal vorbei. Es ist kühler geworden und Regen kam heute Nachmittag auch noch auf. So geht's weiter. Bei 13 Grad Montag dann dichtere Wolkenfelder, nur vereinzelt Tropfen, wenig Sonne. Bei 15 Grad, es wird also wieder etwas milder. Nach der Tagesschau sehen Sie hier ab 20.15 Uhr Abenteuer Erde, die Rückkehr der Biber. Und wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend noch.